Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen zu dem Thema, warum ich hier stehe. Ich habe vor uns gerade wieder ein Gespräch geführt und mir ist es ganz wichtig, dass ich hier als Mutter stehe. Denn diese Mächtigen da oben, die diese ganzen Kriege inszenieren, das sind nicht diejenigen, die in den Krieg ziehen werden. Sie werden auch nicht ihre Kinder und ihre Verwandten dorthin schicken. Sie werden wieder die jungen Menschen dorthin schicken. Unsere Kinder. Unsere Kinder werden eingezogen werden. Unsere Kinder sollen dann vielleicht nach Syrien gehen. Rebecca Harms von den Grünen hat dazu aufgerufen oder hat es befürwortet, dass die Bundeswehr Soldaten in einen Bodenkrieg nach Syrien und in den Irak schickt gegen die ISIS. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor solchen Situationen Angst. Ich habe mir geschworen, wenn so etwas der Fall sein werde und es wird wieder eine Wehrpflicht geben, dann werde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass meine Kinder nicht dorthin hingehen, dass meine Kinder nicht zur Armee gehen, dass sie diesen Werbungsversuchen nicht verfallen. Ich werde mich persönlich vor die Kasernen stellen, vor die Werberechtsverwaltungen und werde dagegen demonstrieren. Das habe ich mir tief in meinem Herzen geschworen. Und wenn ich mich vor jede Kaserne stellen muss, ist mir egal. Unsere Kinder sollen in Frieden aufwachsen und nur Frieden ist der Weg. Keine Waffenexporte mehr. Ich träume davon. Ich habe Angst, ich habe Albträume. Ich habe Albträume deswegen, weil ich sehe, wie junge Menschen sterben. Wenn ich sehe, wie viele Soldaten in der Ukraine für ihr Land unter falschen Ideologien und falscher Propaganda in diesen Krieg im Donbass geschickt wurden. Wenn ich sehe, dass Deutschland fahrbare Krematorien dorthin geschickt hat und dort diese Menschen, die dort gefallen sind, nicht mehr ihre Leichname in Würde nach Hause zurückkommen, nur damit Poroschenko die Familie nicht entschädigen muss, dass sie dort unwürdig verbrannt werden, Hunderte und Tausende. Wenn ich die Massengräber sehe, wenn ich in die Flüchtlingslager nach Russland schaue, im Gebiet Rostock, wenn ich in den Donbass sehe, wenn ich die Videos sehe von Kindern in Kellern, die nachhaltig gestört sind, die Sprache verlieren, dann wird mir Angst und Bange und diese Albträume habe ich. Und deswegen sage ich, nie wieder Krieg, keine Waffenexporte, nur noch für den Frieden. Danke. Danke, Angela.